Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Soul Food Journey Podcast. Mein Name ist Kira. Ich bin deine Reisebegleiterin auf deiner Soul Food Journey hier im Podcast, im Coaching oder auch in diversen Kursen oder mit meinem Buch. Ganz egal, auf welchem Wege sich unsere Wege kreuzen. Heute soll es um ein ganz doch sensibles und zugleich auch ganz, ganz wichtiges Thema gehen. Und zwar habt ihr entschieden über die Umfrage bei Instagram von gestern, dass es heute um das Thema Essstörungen und ihre Auswirkungen auf die Intimität und auch das Sexleben, welche Auswirkungen sie darauf hat. Ich möchte dazu auf jeden Fall auch ein paar meiner persönlichen Erfahrungen meiner eigenen Geschichte teilen und auch darauf eingehen, wie meine Essstörung meine Beziehung zur Intimität, zu Liebe und zu Nähe beeinflusst hat. Ich bin auch ganz gespannt auf deine Erfahrungen, fühle dich also jederzeit herzlich dazu eingeladen, mir bei Instagram oder per E-Mail zu schreiben, mir Feedback zu schicken zu dieser Podcast-Folge oder auch zu irgendwelchen anderen Folgen. Also ganz egal, ich freue mich jedenfalls von dir zu hören. Und dann lass uns einmal starten mit dem heutigen Thema. Essstörungen und Intimität, wie eine Essstörung dein Sexleben beeinflusst. Ich habe auf meinem eigenen Heilungsweg festgestellt, dass meine Essstörung nicht nur meine Beziehung zum Essen beeinflusst hat, sondern auch ganz, ganz starke Auswirkungen auf mein Verhältnis zu Intimität hatte. In dem Moment habe ich das überhaupt nicht bewusst so wahrgenommen. All das, was ich jetzt heute teile mit dir in dieser Folge, ist bereits aus einer reflektierten Perspektive mit einem Blick zurück auf die Vergangenheit. Und ich hoffe, dass ich dir damit so ein paar Perspektiven, Gedanken, Einblicke, Erkenntnisse mitgeben kann, die dich sozusagen schon ins Hier und Jetzt katapultieren und du dich vielleicht in meinen Geschichten und Gedanken einfach selbst wiedererkennen kannst. Auf jeden Fall hatte ich das festgestellt, dass es Auswirkungen oder meine Essstörung Auswirkungen auf mein Verhältnis zur Intimität, zur Nähe, zur Liebe, zu Sex hat. Und ich habe mich ganz, ganz lange, also wirklich lange, lange, lange Zeit, mit dem Glauben selbst getäuscht, dass körperliche Nähe, was damals für mich letztendlich auch immer Sex war, körperliche Nähe, dass das der einzige Weg ist, um Liebe zu erfahren, um Liebe zu bekommen. In unserem Buch gebe ich auch einen kleinen Einblick dazu. Und ich habe eine Zeit lang wirklich versucht, nachdem meine ganze Welt komplett zusammengebrochen war und sich mein damaliger Ex-Freund von mir getrennt hatte, habe ich mich in Intimität und körperliche Nähe hineingestürzt. Doch rückblickend habe ich all das, was ich verloren hatte, also dieses Loch, was die Trennung hinterlassen hat, wo ich mich wirklich 0,0 mehr geliebt gefühlt habe, was aber auch gezeigt hat, wie toxisch die Beziehung vorher war, weil dieser Mensch die ganze Verantwortung dafür getragen hat, dass ich mich geliebt fühle, was natürlich kein Mensch der Welt tragen sollte und auch überhaupt nicht dafür verantwortlich ist. Und durch dieses Loch, dieses innerliche Loch, diese innerliche Leere, die auch meine Essstörung nicht kompensieren, nicht auffangen konnte, habe ich mir diese körperliche Nähe in Form von Sex gesucht. Also ich habe quasi meine Suche nach Liebe darüber ausgedrückt, dass ich mir körperliche Nähe gesucht habe, weil es der einzige Weg war, über den ich mich geliebt gefühlt habe, vorher noch in einer Beziehung und als die Beziehung vorbei war, über körperliche Nähe zu
diversen Männern. Und meine Essstörung war trotzdem stets präsent. Also die war jetzt deswegen nicht weg oder auch diese körperliche Nähe hat die Essstörung nicht geheilt oder auch nicht weniger gemacht, sondern meine Essstörung hat mich weiterhin begleitet, hat mich weiterhin beschützt, hat weiterhin auf mich aufgepasst. Und ich durfte lernen, auf diesem Weg andere Formen von Nähe zuzulassen, andere Formen und Arten und Weisen von Nähe auch als solche anzuerkennen, anzunehmen und zuzulassen. Und das ist etwas, womit ich mich auch bis heute beschäftige. Das ist jetzt nicht so, dass das komplett gelöst ist. Und ich merke das auch immer daran, mein Partner spiegelt mir das sehr gut, denn er kuschelt zum Beispiel unfassbar gerne und ich, ja, mir ist das dann manchmal einfach zu eng. Ich kann das nicht in jedem Moment annehmen und empfangen und zulassen. Und es gibt dann auch Momente, wo ich das nicht möchte, wo mir das zu eng ist, zu viel. Es ist fast so, als wenn ich diese Liebe gar nicht, also erstens gar nicht als solche in dem Moment verstehe und auf der anderen Seite auch gar nicht annehmen möchte, beziehungsweise sogar ablehne. Und das sind so Momente, wo ich heute noch merke, dass es in mir so diverse Überzeugungen gibt über Liebe, mich geliebt fühlen, die ja wie Schubladen sind, wo ganz fest draufgeschrieben steht, wann und wie ich mich geliebt fühlen darf. Und dass das zum Beispiel nur über körperliche Nähe ausgedrückt werden kann. Und deswegen ist es auch für mich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Und ich weiß auch rückblickend natürlich, dass ich über diese körperliche Nähe damals nach wie vor auch nach der Liebe im Außen gesucht habe, die ich mir selbst nicht gegeben habe, weil ich noch eine leere, durchs Leben wandelnde Körperhülle war, die in sich nicht viel gefühlt hat und auch nicht stark mit sich verbunden war. Und somit war ich abhängig. Also meine Suche nach Liebe hat sich komplett im Außen gezeigt, indem ich ja, nach körperlicher Nähe gesucht habe, weil das die Form von Liebe war, die ich als Liebe verstanden habe oder weil das die Momente waren, in denen ich mich geliebt gefühlt habe, mit beziehungsweise auch trotz meiner Essstörung. Genau, also, das heißt, es hat zum einen mein Körperbild, die ganze Thematik, Sexualität, Intimität komplett beeinflusst, weil meine Körperwahrnehmung durch meine Essstörung nicht ganz real war, beziehungsweise verzerrt war und ja nicht ganz dem entsprochen hat, wie die Realität ausgesehen hat. Und dadurch, dass ich so stark mit mir selbst beschäftigt war, dass ich so stark mit den Selbstzweifeln beschäftigt war, über mich, über meinen Körper, über meine Persönlichkeit und mir nur Gedanken darüber gemacht habe, was eigentlich andere Menschen so denken oder wie ich jetzt sein müsste, um gefallen zu können, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden, um Harmonie zu bekommen und so weiter, war ich an sich auch nie wirklich da. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich damals mit meinem kompletten Sein und mit meinem ganzen Körper hingegeben habe, sondern es war eher etwas, was ich gebraucht habe. Also ich habe Intimität gebraucht, um mich wohlzufühlen, um, wie eben auch schon erwähnt, das Gefühl zu haben, geliebt zu sein und um auch eine Bestätigung für mein eigenes Körperbild zu bekommen. Also so eine Bestätigung dafür zu bekommen, dass ich in diesem Moment glauben konnte, mein Körper ist gut genug, weil sich jemand auf körperliche Nähe mit meinem Körper einlässt. Das heißt, jeder Partner, jede
körperliche Nähe, jede körperliche Nähe, Austausch, jeder intime Moment mit einem Mann hat mir immer wieder bestätigt, dass ich okay bin, so wie ich bin, dass mein Körper gut genug ist, so wie er ist. Aber wie gesagt, immer nur in diesem Moment. Das hat nichts an meiner Essstörung an sich verändert. Es war immer nur eine Momentaufnahme, eine Momentbestätigung. Und in dieser Zeit würde ich schon sagen, dass es wie einen zwanghaften und auch Suchtcharakter hatte, dass ich dann auch süchtig war. Und das meinte ich damit, es war nichts, hatte nichts mit Leidenschaft zu tun, es hatte nichts mit Spüren zu tun, mit Hingeben zu tun, sondern es war verknüpft mit etwas, was ich gebraucht habe für meinen Selbstwert, für meinen Körperselbstwert. Und das ist natürlich alles andere als das, was körperliche Nähe, Intimität und auch Sexualität sein sollten und dürfen. Dieser innerliche Druck damals oder auch generell, wenn du diesen Druck kennst, irgendeinem gewissen idealen Bild von dir zu entsprechen oder entsprechen zu wollen, das kann dazu führen und führt auch häufig dazu, dass wir uns in unserer eigenen Haut, ganz egal wie wir aussehen, wie viel oder wenig wir wiegen, dass wir uns in unserer eigenen Haut einfach niemals wohlfühlen. Da kann noch so die Zahl auf der Waage sich nach oben oder unten verändern. Es trägt einfach nichts dazu bei und hat keinen Einfluss darauf, wie du dich in deiner eigenen Haut fühlst, wenn es diesen innerlichen Druck gibt, irgendeinem Ideal, was du in deinem Kopf selbst erschaffen hast, entsprechen zu wollen. Wenn irgend so etwas in dir existiert, dann ist es ja schon, dann ist es ja schon logisch und auch gar nicht anders möglich, sich in deiner jetzigen aktuellen eigenen Haut nicht wohlzufühlen. Weil du nicht so bist oder nicht so aussiehst, wie du gerne aussehen möchtest. Und allein das, nicht in deinem Körper zu wohnen, nicht mit deinem Körper, mit dir selbst, in deinem Körper zufrieden zu sein, dich in deiner Haut wohlzufühlen, das hat automatisch einen Einfluss und bringt Herausforderungen mit sich in der Intimität. Denn die Frage ist ja überhaupt auch, wie viel Intimität lässt du denn zu dir selbst zu, wenn du in einem Körper wohnst, den du ablehnst oder den du für nicht hübsch genug hältst oder in dem du dich nicht wohl und zu Hause fühlst? Wie viel Intimität liebst du denn mit dir? Und ich kann dir von heute aus sagen, dass ich damals, da ich ja quasi so süchtig war nach dieser körperlichen Intimität und Bestätigung beziehungsweise auch Befriedigung. Es hat mir ja auch eine körperliche Befriedigung gegeben, weil es meinen Körper Selbstwert bestätigt hat. Und ich habe mir das erlaubt, mit mir selbst intim zu sein, durch zum Beispiel Selbstbefriedigung. Doch das war auch nicht aus Leidenschaft oder aus der Lust oder aus der Hingabe heraus, sondern es hatte auch diesen Charakter von, ich brauche das jetzt. Es war schon fast wie ein Tool, um meine Emotionen zu regulieren, um meinen Stress zu reduzieren, um statt mich mit einem Essanfall zu entspannen, das war zu der Zeit Essanfall mit Erbrechen, also bulimisch, stattdessen mich durch Intimität mit mir selbst wieder zu beruhigen, zu befriedigen. Und in befriedigen steckt ja auch das Wort Frieden drinne. Und es hat mir einen gewissen inneren Frieden für den Moment gegeben. Doch es war, wie gesagt, auch etwas, was nichts mit Leidenschaft zu tun hatte, sondern aus diesem, ich brauche das. Es war ein Tool für mich. Diese Intimität mit mir selbst, die körperliche Befriedigung, ob mit jemandem durch körperliche Nähe oder mit mir selbst,
war ein Emotionsregulationswerkzeug. Und mir ist es ganz wichtig, und deswegen teile ich das ja auch so ehrlich mit dir, weil mir ganz wichtig ist, dass du verstehst, wie die Essstörung, ganz egal welche Form von Essstörung in deinem Leben ist, als eine Art Kompensation für fehlende Liebe oder mangelndes Selbstwertgefühl in dir dienen kann. Es dient dir. Und deshalb fällt es auch vielen sehr schwer loszulassen, weil die Essstörung eine so fundamentale Funktion erfüllt, indem sie diesen tiefen inneren, ja fast schon existenziellen Mangel an Liebe und Selbstwertgefühl in einem kompensieren soll und auch auf eine manipulierende Art und Weise es ja auch macht und kann. Und ich habe wirklich früher versucht, durch dieses sexuelle Begehren, durch begehrt zu werden, dadurch, dass mein Körper begehrt wird, Liebe zu erfahren, Liebe zu bekommen. Und diese Suche nach Liebe blieb natürlich trotzdem auf lange Sicht gesehen und auch in der Tiefe betrachtet, blieb diese Suche nach Liebe unerfüllt auf diesem Weg, bei diesem Versuch. Und ich finde es halt heutzutage auch immer noch spannend, dass mein Mann mir gegenüber das ab und zu mal spiegelt, dass ich ja noch gewisse Schwierigkeiten habe, Nähe in verschiedenen Formen zuzulassen. Also nicht nur in Bezug auf Sex, das kann ich heutzutage genießen, mich hingeben und erlebe es auch mit Leidenschaft. Es ist nichts, was ich brauche, um mich geliebt zu fühlen. Und trotzdem merke ich eben bei anderen Formen von Nähe, dass die noch nicht alle auch mit diesem Gefühl verknüpft sind, dass ich geliebt werde. Und was ich dir dazu mitgeben möchte, ist, dass du einmal schaust und für dich reflektierst, wie erlebst du dich im Moment in Bezug auf Intimität, in Bezug auf deine Verknüpfungen, in Bezug auf Sexualität, wie verhältst du dich, welche inneren Verknüpfungen oder auch Glaubenssätze hast du diesbezüglich in dir, kannst du verschiedene Formen von Nähe als Liebe empfinden, annehmen und auch empfangen und zulassen? Oder ist es bei dir ähnlich wie bei mir, dass du dir das über körperliche Nähe holst, dieses Gefühl von geliebt zu sein? Und natürlich ist es gehört wie alles andere, es ist ein Teil deiner Reise, es ist ein Prozess, auf den du dich einlassen darfst. Es ist auch ein Prozess, dich auf Nähe und Intimität in verschiedenen Formen einzulassen. Und du kannst ja einmal für dich schauen, wie drückst du denn Liebe aus? Also wie schenkst du anderen Menschen Liebe? Und dass du dann einmal anfängst, sei es zum Beispiel Worte oder geschriebene Worte, gesprochene Worte oder auch Geschenke oder Umarmungen. Also je nachdem, was dein Ausdruck von Liebe ist. Und es gibt dazu ein Buch, Die Sprachen der Liebe. Doch ich möchte dir das jetzt gar nicht unbedingt mitgeben und empfehlen, sondern ich möchte, dass du wirklich einfach mal für dich so Situationen durchgehst, wo du einer Person deine Liebe gegenüber ausgedrückt hast aus deiner Sicht und wie du das gemacht hast. Und dass du dann einmal schaust, gab es eigentlich Momente, wo andere Menschen dir gegenüber in deiner eigenen Sprache der Liebe dir gegenüber Liebe ausgedrückt haben, die du aber nicht als solche gesehen oder verstanden hast. Denn ich zum Beispiel verteile sehr gerne Umarmungen und teile darüber auch mit, wie gern ich Menschen habe und wie lieb ich sie habe.
und kann aber andersrum von Umarmungen von anderen Menschen, da merke ich immer so eine gewisse, also ich nehme sie an, doch ich merke so ich halte kurz die Luft an. Ich halte häufig, wenn mich jemand umarmt, kurz die Luft an und gebe mich da nicht so voll rein und mache mein Herz so komplett auf. Das kann ich, wenn es von mir ausgeht, wenn es in meiner Sprache ausgerückt wird. Doch wenn mir jemand gegenüber diese Umarmung gibt und so seine Liebe ausdrückt, dann fällt es mir auf, dass ich da ein Stück weit zumache, anstatt aufmache, indem ich merke, dass ich meinen Atem vor einen Moment anhalte, wie so eine kurze Schockstarre eigentlich. Obwohl ja so eine Umarmung etwas ist, wo wir uns aus reingeben können, wo wir uns einmal gegenseitig ja auch festhalten. Eine Umarmung hat ja auch sehr viel mit gegenseitigem Halt zu tun. Also schau einmal für dich, wie drückst du Liebe aus und kannst du deine eigene Sprache der Liebe selber überhaupt annehmen? Oder wie oder wo holst du dir deine Liebe? Hat es für dich auch etwas mit körperlicher Nähe, körperlicher Bestätigung in deiner Sexualität oder auch Intimität zu tun, sei es mit dir selbst oder auch mit anderen Partnern oder Partnerinnen? Geh hier einmal so richtig ehrlich rein und schau einmal für dich, wo du hier gerade stehst. Und wenn du das alles für dich reflektiert hast und so ein paar Dinge für dich mitgenommen und erkannt hast, dann übe einmal deine eigene Sprache, deinen eigenen Ausdruck der Liebe von anderen Menschen anzunehmen und dich da hineinzugeben und das als Ausdruck von Liebe anzuerkennen. Denn es ist, ich sag mal so, der in Anführungszeichen einfachste Schritt für einen selbst, bei sich selbst anzufangen und das, was für einen selber bereits als Liebe abgespeichert ist, das auch als Liebe empfangen zu lernen. Wenn du zu dieser Thematik noch Fragen hast und oder zu dem, was ich heute so erzählt habe, Fragen hast, dann schreib mir jederzeit sehr gerne und ich werde dir auf jeden Fall auch antworten und einen Impuls dazu zurückschicken. Und ja, ich möchte dir einfach sagen, wie jede Woche, dass Heilung möglich ist, wenn du bereit bist, deinen Weg vollständig zu gehen. Und wie eine bewusste Auseinandersetzung mit deiner eigenen Essstörung den Weg zu einer erfüllten Intimität und einem liebevollen, leidenschaftlichen Sexleben mit sich bringen kann. Alles, was du auf dem Weg durch deine Essstörung für dich erkennst, durch Reflexion, durch Therapie, durch Coaching, durch Übung in Klinik, in Reha, ganz egal in welchem Rahmen, überall nimmst du ja immer wieder wie ein Puzzlestück mit. Und jedes Puzzlestück ist ein Stück deines gesamten Lebens. Das heißt, alles, was dir die Essstörung über dich lehrt und du aus ihr für dich erkennst und mitnimmst, gibt dir wiederum ein Puzzlestück für dein gesamtes Leben. Geh den Weg weiter, bis du an einem Punkt bist, wo du dich frei und erfüllt fühlst. Danke, dass du heute dabei warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier im Podcast mit dabei bist. Ich freue mich, wenn wir über Instagram oder auch ja, hier im Podcast natürlich weiterhin miteinander verbunden sind. Und du bist jederzeit herzlich zum Selfcare Circle eingeladen. Das ist unsere WhatsApp-Gruppe, in der es regelmäßig ein paar Impulse gibt zum Thema Selbstfürsorge, Achtsamkeit und Heilung.
Und aktuell läuft jetzt gerade mein neuer Kurs, Nourish Your Soul, ein 8 Wochen Online-Kurs, den ich live begleite, der auch in diesem Jahr mehrmals stattfinden wird. Wenn der dich interessiert, dann kannst du dich auch bei mir melden. Und für Coaching, für 1:1 Begleitung auf deinem individuellen Weg stehe ich natürlich nach wie vor weiterhin zur Verfügung. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Sende dir eine feste Umarmung, meine Sprache der Liebe zu dir. Ein Hoch auf dich, deine Kira.